Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Oldford & Co. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute eine Ben & Ross für euch. Und zwar geht es im Detail um die Ben & Ross BR05 Grey Steel hier am Kautschukband. Wirklich eine wunderschöne Variante. Das Modell wollen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam anschauen, gehen auf diese wunderschöne Verarbeitung und die Details der Uhr ein. Falls ihr uns dabei weiter unterstützen wollt und euch das Modell gefällt, dann lasst doch bitte ein Like für das Video da und abonniert den Kanal. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video. So, vor uns sehen wir also die wunderschöne Box der Bell & Ross. Wirklich hier in Top-Qualitätsleder bzw. Kunstleder gefertigt. Aber das Ganze ist hier schön weich gepolstert. Oben entsprechend mit Bell & Ross Schriftzug und rundherum abgesetzt. Auf der Vorderseite haben wir dann nochmal das Logo der Firma. Und das gilt auch gleichzeitig hier als Knopf. Wenn wir hier drauf drücken, dann können wir die Box öffnen und sehen, was sich dahinter verbirgt. Im Deckel haben wir nochmal Bell & Ross verschriftlich und das Ganze ist hier schön weich und soft gehalten. Aber wichtig ist natürlich, was sich hierin verbirgt, und das ist die BR05 Grey Steel. Echt eine tolle Uhr, aber ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt zusammen im Detail an. So, jetzt haben wir die Uhr vor uns. Es handelt sich, wie gesagt, um die Bell & Ross BR05 Grey Steel. Hier am Kautschukband. Die BR05-Reihe haben wir euch ja schon mal präsentiert. Einfach eine wunderschöne Modellreihe. Gibt es in verschiedenen Farben und Konstellationen. Aber einfach die Bauweise und die Qualität, die dahinter steckt, ist wirklich phänomenal. Und da muss man auch einfach mal den Hut ziehen vor Bell & Ross. Feinster Schliff, alles vom Feinsten gefertigt, das ist echt toll. Wir haben hier ein 40 mm Gehäuse, dieses ist, wie wir sehen können, quadratisch gefertigt. Das ist komplett aus Edelstahl gefertigt, aber wie wir auch sehen können, hier in verschiedenen Strukturen. Wir haben hier einmal das gebürstete bzw. satinierte Gehäuse und darüber hinaus beispielsweise die Lünette auf der Seite, beziehungsweise wenn wir die Flanke anschauen, ist das Ganze poliert. Das heißt, wir haben hier wunderschön abgesetzte, polierte Kanten. Auch ein sehr schönes Detail. Es ist alles feine Arbeit. Und dann natürlich die Stahllünette aufgesetzt und hier mit entsprechend 4 Schrauben versehen. Auch ein netter Anmerkungspunkt. Hier sind die Schrauben, denn die zeigen alle genau in die Mitte der Uhr. Sprich auf dem Ausgangspunkt der Zeiger. Und das ist einfach echt schön. Das darf man natürlich auch erwarten. Wir sprechen hier von einem Preissegment um 4.200 Euro. Und angestoßen dann hier an das Kautschukband. Das Mittelelement ist nochmal poliert gehalten. Und wirklich ein sehr angenehm weiches Kautschuk. Trägt sich fantastisch, das kann ich wohl bestätigen. Und dann hier münden die Faltschließe mit 2 Drückern und dann lässt sich das Ganze schon lösen. Einfach toll gelöst. Genau, warum heißt die Uhr Grey Steel? Naja, wir haben hier ein graues bzw. silberfarbenes Zifferblatt mit 12, 6 und 9 Uhr Ziffern. Rest ist hier in Strichindexen gehalten und das Datumsfenster auf 3 Uhr. Und somit natürlich dann auch für den Alltag gut geeignet. Wir haben eine Gangelreserve von 40 Stunden. Bell & Ross gibt selbst das Kaliber an als BR-CHL-321. Ein mechanisches Kaliber mit automatischem Aufzug. Und wenn wir hier auf die Seite nochmal schauen, haben wir hier auch den Kronenschutz und die verschraubte Krone mit dem Bell & Ross Logo. Krone ist verschraubt, wirklich sehr angenehm. Und so können wir dann das Modell natürlich auch aufziehen bzw. ganz klassisch einstellen. Das funktioniert wirklich wunderbar. Und durch leichtes Andrücken natürlich wieder zu verschrauben. Das Modell ist auch bis zu 100 Meter wasserdicht.
Sprich, man kann da wunderbar mit auch schwimmen gehen oder das Ganze mit hier ins Wasser nehmen. Und wenn wir uns hier jetzt nochmal den Gehäuserücken anschauen, also den Gehäuseboden, ist auch einfach schön, die Schwungmasse, die wir hier sehen, auch schön gefertigt. Sieht aus wie eine Felge, würde ich es fast beziffern. Und einfach wunderbar veredelt. Ebenfalls nochmal die entgegengesetzten Schrauben bzw. die entsprechenden Gegenstücke zu den Schrauben hier vorne auf der Vorderseite. Die sind komplett durchgehend. Also das Gehäuse ist wirklich eine Wucht, hat Bell & Ross was ganz Tolles auf den Markt gebracht. Eine ganz schöne Uhr. In dem Zuge würde ich auch einfach sagen, schauen wir uns mal die Gehäusemaße an und da kommen wir auf einen Durchmesser von 39,6 mm. Eine Gehäusehöhe von lediglich 10,9 mm. Ja, der Hornabstand ist natürlich etwas schwieriger zu messen, aber wir nehmen es mal so. Und da kommen wir auf lediglich 47,6 mm. Ihr werdet es gleich am Handgelenk sehen. Ganz tolle Abmessung. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Leuchtmasse verbaut. Die hier strahlt in wunderschönem Blau, kaum zu übersehen. Strahlt einen richtig an. Und leuchtet auch wunderbar nach. Hier jetzt unter der UV-Lampe natürlich klasse zu sehen. Also das ist echt ein Highlight. So, zu guter Letzt schauen wir uns dann auch nochmal das Gewicht der BR05 an. Und da kommen wir auf 126,31 Gramm. So, und jetzt seht ihr die BR05 Grey nochmal an meinem Handgelenk. Das Handgelenk, wie gesagt, immer noch 18 bis 18,5 in etwa im Umfang und sieht natürlich einfach klasse aus. Ich mag dieses quadratische Gehäuse mit den bündigen Anstößen des Bandes. Trägt sich fantastisch, liegt wunderbar am Arm, schön flach gehalten und natürlich komplett zeitlos. Also das ist eine Uhr, die ist wiedererkennbar. Gibt es nicht so oft und einfach das gewisse Etwas. So, und damit sind wir jetzt leider auch schon wieder am Ende von unserem Video zu der Bell & Ross BR05 Grey Steel. Wir hoffen natürlich, das Video und die Uhr im Speziellen haben euch natürlich gefallen. Wirklich eine klasse Ausführung. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann lasst es uns doch bitte einfach unten in den Kommentaren wissen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.